Ja, zum einen, glaube ich, war es einmal ganz entscheidend für uns, dass wir den grünen Pass auf europäischer Ebene auch durchgesetzt haben. Es schaut ganz gut aus, dass wir demnächst eben auch zu einer Einigung kommen. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir schon ganz klar als österreichische Bundesregierung gesagt, dass wir dann bilateral Abkommen mit den Staaten auch verhandeln, weil wir müssen wieder zurück zur Normalität. Und vor allem bei dieser großen Anzahl von Geimpften, die es gibt, spricht nichts mehr dagegen, dass man speziell auch innerhalb Europas dann entsprechend auch reisen kann. Und für uns natürlich ganz entscheidend ist die Frage Deutschland, weil das ist speziell für den Sommertourismus der größte Herkunftsmarkt. Wir haben in den letzten Wochen unzählige Gespräche mit der deutschen Bundesregierung geführt. Ich mein letztes am letzten Mittwoch mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn und am Donnerstag war es dann soweit und Deutschland hat die Einreisebestimmungen gelockert und hat sie eigentlich denen Österreichs angepasst, dass jeder, der getestet, geimpft und genesen ist, einfach ohne Quarantäne dann in das jeweilige Land reisen kann. Das ist die Grundvoraussetzung für alles andere, was wir jetzt natürlich auch diskutieren. Ich habe früher schon das Testangebot angesprochen. Dazu kommt ja auch noch das sehr breite Angebot über die sichere Gastfreundschaft, dass sich vor allem auch die Tourismusmitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen lassen können mittels PCR-Tests. Das hat sich wirklich bewährt in den letzten Monaten. Und dasselbe Angebot, wie wir es den Österreicherinnen und Österreichern stellen, wird es jetzt auch für die Gäste geben. Das heißt, jeder Gast kann das Angebot in der Teststraße in Anspruch nehmen, gratis, und kann damit halt eben auch mit einem negativen Corona-Test im Gepäck quasi die Rückreise wieder antreten. Und ich sehe das ehrlich gesagt schon als ganz großes Service auch als Tourismusland Österreich, das wir dann unseren Gästen bieten, das uns vor allem auch die Perspektive auf einen guten Sommer bietet. Also ich glaube, in der Gastronomie wird man sagen, der Tisch ist angerichtet. Ich glaube, viel mehr können wir jetzt schon fast gar nicht mehr machen, um wirklich auch die Starttaste wieder zu drücken. Mhm. Ja, also ich halte die Einschätzung für ziemlich realistisch, dass das durchaus ein paar Jahre dauern wird, bis das wieder vollständig hergestellt wird. Und ja, es wird sich auch verändern. Also ganz große internationale Konzerne haben einfach gemerkt, dass man die Mitarbeiter eben nicht mehr schnell spontan in den Flieger setzt und quer um den Erdball schickt, sondern das lässt sich sehr oft auch über Videokonferenzen erledigen. Und ich glaube, da ist es ganz entscheidend, einfach jetzt auch in der digitalen Innovation einen Vorsprung zu haben. Es wird auch wieder zurückkommen in der physischen Präsenz. Das ist für uns vor allem auch ganz wichtig im Städtetourismus. Speziell die Kongresse, die Messen, die füllen für uns halt natürlich dann in letzter Konsequenz die Hotels, füllen die Lokale und das Ganze drumherum. Deswegen werden wir auch einen ganz großen Schwerpunkt dahingehend setzen. Zum einen nochmal über die Aktivitäten der Österreich-Werbung. Wir haben in den letzten Jahren schon einen eigenen Conventions-Bereich aufgebaut. Das werden wir noch verstärken. Vor allem in dem Bereich ist ja natürlich die Sehnsucht genauso groß wie bei den Ferientouristen, dass man wieder nach draußen kommt und dass man eben auch wieder ein Erlebnis hat. Und ich glaube, das, was für uns als Tourismusland wirklich entscheidender Gamechanger sein kann, ist genau dieses Zusatzerlebnis, das wir mitbieten. Da werden wir einen großen Schwerpunkt setzen. Und das Zweite ist, was vor allem eben auch Benedikt Binner-Kriegelstein angesprochen hat, die Frage, wann kann wieder organisiert werden. Wir haben mit unserem Veranstaltungsschutzschirm, den wir ins Leben gerufen haben, versucht, der Branche da etwas Schützenhilfe zu geben. Der ist mit 300 Millionen Euro dotiert und tritt in Kraft, wenn Corona-bedingt Absagen oder Reduzierungen vorgenommen werden müssen. Wir haben jetzt die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass auf 10 Millionen Euro pro Unternehmen auch erhöht werden kann, damit wir vor allem auch Großveranstaltungen wieder ermöglichen. Weil die gesamte Veranstaltungsbranche, vor allem auch Konzertorganisatoren, leiden natürlich unter der fehlenden Planungssicherheit. Niemand kann heute das Risiko nehmen, wenn ich eh schon quasi ein Jahr kein Einkommen mehr habe, dass ich dann eine große Veranstaltung, ein großes Konzert organisiere. Und da soll vor allem eben auch der Veranstaltungsschutzschirm Sicherheit bieten und vielleicht auch die gute Nachricht da noch dazu, er wird auch fürs Jahr 2022 gelten. Wir wissen alle nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, vor allem die Mutationen. Also da haben wir auf jeden Fall schon vorgesorgt.